Once upon a time, in a wild, wild world, there were two wolf brothers living in their home lair with their papa wolf. They all lived happily together, but one day, hunters took their dad away. Forever. So now the brothers were alone. And they had to find a new home. That's when the big brother discovered that the little one was not an ordinary wolf, but a super wolf. And then they worked together to learn how to use his power and to follow the rules for them. They discovered a secret hideout where they could train day and night. They were happy. But the little wolf got very sick. So they had to move on. On the way, a deadly predator attacked them. But the little one destroyed it using his power. They decided to journey to the home of their nearby ancestors to seek help. Finally, the tired and hungry brothers made it to the home of their ancestors. The old wolves invited them to stay. They even took care of them. They were happy to have a safe, warm place to rest. The little wolf even made friends with a raccoon, and together, they went on awesome adventures. Unfortunately, the hunters were hot on their trail and found them. But the old wolves helped the brothers escape. The brothers had nowhere to stay again, so they decided to keep going south, to the distant homeland of their papa wolf. No way, you little shit. Daniel, get your ass over here now. Seattle, 3 Monate vor dem Vorfall. Und damit begrüße ich euch ein weiteres Mal ganz herzlich zurück zu Life is Strange 2. Ja, Episode 3, Wastelands. Ist für euch gestern, für mich
vor ein paar Stunden erschienen. Und oh mein Gott, ich kann es einfach kaum erwarten, endlich wieder die Geschichte von Sean und Daniel weiterzuerleben. Ich freue mich ganz sehr, sehr, sehr extrem. Oh Gott, schön. Gut, wir sind wieder in Seans Zimmer, 3 Monate vor dem Vorfall. Und ich würde sagen, wir schauen uns hier auf jeden Fall auch erstmal um, bevor wir Daniel verfolgen. Scored it at the skate park last week. Now nice. I need to sew it on. Finde ich gut. Pat thinks I'll stop skating if I get a car when I turn 16. Wrong. Man, I suck at perspective. I should take a class. Also ich würde nicht sagen, aber es ist immer noch 300.000 Mal besser, als ich das jemals hinbekommen würde. Oh, Konzerttickets. Shit. I can't wait for the show with the whole crew. The Failure plus Gust. The Open House Seattle, Sonntag, 21. August 2016, ab 18.30 Uhr. Oh ja, ich denke mal, das hat nicht mehr so gut geklappt, oder? Ich weiß gar nicht, wann war. Wie viel war das denn? Steht hier irgendwo das heutige Datum? Ich hab keine Ahnung. Muss mir einen Job suchen, wäre bestimmt toll, mein eigenes Geld zu haben. Ausweis. Vielleicht sollte ich mir einen gefälschten Ausweis zulegen, um Alk zu verkaufen. Damit wäre ich sicher beliebter. Ja, vielleicht nicht. Da sieht er so jung aus. Hausschlüssel, Wasserflasche. Skateboard-Werkzeug. Ich kriege diesen Olli einfach nicht hin. Aber ich war seit Tagen nicht im Skatepark. Die sind noch in Ordnung, aber ich könnte einen Notfallersatz gebrauchen. Papa hat mir das gegeben, als wir letzten Sommer campen waren. Es war so cool, etwas Zeit mit ihm zu verbringen. Mit ihm allein zu verbringen. Ellery liegt mir damit in den Ohren, dass ich das lesen soll. Sommerferien sind aber nicht fürs Lesen, richtig? Naja, kommt drauf an. Ich meine, das sieht ziemlich cool aus. Ich sollte einige Fotos von meinem alten Handy hochladen, bevor ich es wegwerfe. Und was für eine Art, deine Kunst zu sichern, Picasso. Für Zeit für ein neues Skizzenbuch. Maybe he's invisible now. Ja. Man, that would fucking kill me if he found this. So he better not find it. Ja, das ist ein guter Vorsatz. I hope they don't expect me to remember all this when school starts. Doch, das werden sie. Das tun sie immer. Die berühmte Aussage, ja, das habt ihr auch schon in der 5. gehabt. I hope they don't expect me to remember this when school starts. How did I get Lila to talk me into this shit? Wer ist dabei? Tauchen im Reservoir morgen. Ohne Milch, Hausaufgaben. Es war ein Schwachsinn. Er kommt. Und zwar ganz ohne. Wie? Das ist ein hoher Zaun. Spreng drüber, du Star-Athlet. Drahtsteine, nur für den Fall. Ein andermal. Es gibt keinen Ausweg, Geburtstagskind. Geh ans Telefon. Abspringen ist nicht. Looking... kind of lame. Swipe left. Nein. Geh doch. Lila keeps hooking me up with birthday gifts. She's more excited than I am. Absolut. Kann ich mir richtig gut vorstellen. Seattle Starcade, Geschenkgutschein, unbegrenztes Spielen, eine Stunde, Samstag bis Sonntag, 10 Uhr bis 22 Uhr, ein Gutschein pro Spieler.
so much bullshit. But I got phone and party bills now. Sehr geehrter Manager der C-Mart oder Z-Mart Verkaufsabteilung. Mein Name ist Sean Diaz und ich bin ein 16-jähriger Schüler mit einem GPA Notendurchschnitt von 3,5. Mrs. Castillo vom Jugendzukunftsprojekt hat mir ihr Geschäft und ihre Abteilung empfohlen, um mich auf eine Position als Teilzeitassistenzmanager zu bewerben. Ich habe im Kundendienst der Werkstatt meines Vaters gearbeitet, seit ich 13 war, und habe Erfahrung mit Menschen und Kassensystemen. Als Läufer ist mir die Bedeutung von Teamarbeit bewusst, und da ich ihre Sportabteilung bereits kenne, denke ich, dass ich eine gute Ergänzung für das Verkaufsteam des Z-Marts wäre. Vielen Dank für Ihre Zeit und ich hoffe, dass ich bald von Ihnen höre. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Sean Diaz. Gut, Zeichnung haben wir. Da haben wir schon reingeguckt. Dann würde ich vielleicht sagen, gucken wir kurz mal in die Tasche rein. Need to put on the patch I bought last week. Ja gut. Ist immer noch die alte Tasche, die hat ja inzwischen Daniel. Okay, dann gehen wir mal hinterher. Okay. Gucken wir gleich. They're probably gonna bury me in this thing. Ist halt auch geil, ne? Wish I had more time to play. Unless for summer school. Ja, ich weiß ja. Ich weiß, ist ja gut spielen. Ich hab's verstanden, dass man was mit Daniel machen kann. Aber ich möchte noch nicht. Dad got in trouble for his last barbecue. Hope he does it again, so I can come this time. Der ist wahrscheinlich wieder unten in der Werkstatt, ne? Sucks to be Daniel. But he can't bug me all the time. I would have been pissed if I was there. Hey Nachbar, ich wollte Sie nur wissen lassen, dass ich es nicht zu schätzen weiß, dass Sie letzte Woche wegen meinen Freund und mir die Polizei gerufen haben. Ich weiß, es war spät, aber es war ein Samstag und wir hatten keine große Party, also hätten Sie einfach fragen können, ob wir die Musik leiser drehen. Außerdem haben wir diese Flasche nicht absichtlich in der Rinne gelassen. Stattdessen haben Sie ein Spektakel veranstaltet und die Polizei gerufen, die uns eine Stunde lang belästigt hat. Die haben sogar geglaubt, ich hätte eines meiner eigenen Autos gestohlen. Ich bin froh, dass meine Kinder nicht zu Hause waren, um das mit anzusehen. Probieren Sie das nächste Mal zu klopfen. Ihr Nachbar. Wenn das die Nachbarn sind, dann weiß ich ganz genau, warum die nicht einfach nur geklopft haben. Die haben ja sowieso was gegen sie. Okay, I'm done. Sorry, Andrew. I'm the free babysitter now. Daniel is psyched, but I'd rather just go with Lila and the crew. Ich glaube, das wäre noch ein weiterer Grund, warum Daniel mit möchte. Echt phänomenal, der majestätische Wal. Alle an Bord für Ahabs Moby-Tagestour. Segle über die mächtige See mit der Crew der Neptun und triff Wale. Gratis Meeresfrüchtegericht zum Mittag. Lecker, total gut. Würde ich mich richtig freuen. Angle vom Deck aus, gratis Bilder von dir, der Crew und den Walen. Tägliches Auslaufen, Dienstag bis Sonntag. Besuche unsere Walseite für weitere Infos. App MobyDayTour.c. Okay. Dann gehen wir zuerst mal an den offensichtlichsten Ort bei Daniel. Of course. Like I want to play fucking hide and seek. Dass er nicht hier war, war ziemlich obvious. Aber ich will mich trotzdem umgucken.
did this for Daniels birthday. Das ist richtig cool. Das ist richtig cool. What is he making with all that crap? Ooh, Dad confiscated the play box after that. Daniel was a total rageball. Ooh. Daniel Diaz, Miss Morrison, Datum 10.06. Note 4. Bitte Elterngespräche mit Lehrer vereinbaren. Man, my brother's a little player. Lila loves it. Lila, vielen Dank für die Packung Süßigkeiten. Ich liebe die. Du bist nett. Daniel. Was süß. This thing is so cheap and ugly. I love it. True. Too bad we didn't have a clue she hated all of us. Schildkröten Sport Club, Fairfield Avenue, Karen Diaz. Gültig bis 2008. Gift from Lila. Daniel never got so close to proposing to her. I used to play with these at Ellery's. Man, I feel old. Oh. Got this for a girl in the 8th grade. But I chickened out. Who would have thought playing Minecraft would get him back to his blocks? Tja, nicht schlecht. So, hier wird er sowieso nicht hinter sein, oder? Ja, war klar. Oh, no time for this. Where are you? Da ging's so runter zu. Oder ging's da? Okay. Frage: Ging's links oder rechts runter zum Keller? Ich gehe mal links lang. Whoa, hold on. Let go! Stop it! Dude, I told you to stay out of my room! Ow! That hurt! Yeah, I'm not fucking around anymore. Got it? Are you listening now? Thou shall not enter thy brother's room. What the fuck? Nice job. You started it, butthole. What is this crap? Are you fighting again? You proud of yourself? Stop it. Enough. Getting tired of this. Sean, what happened? Now. He started it. He always gets mad. He's totally lying. Hey. You little enough. You both better listen because I'm tired of this crap. Okay? This is my house too, not your playground. You hear me? Jeez. You guys are working my last nerve this week. You okay, mijo? I'm going to talk with your brother. You know the drill. Bedroom and no games. I didn't do anything. Uh-huh. Let's talk. Ugh. Now. This is so stupid. It's bullshit. Okay. You really taught that book a lesson. You done? Hmm? Whatever. Like you're gonna believe me. Daniel's always right. Look. Please? Listen, Sean. I can't do this on my own. I can't. I need you to help me. I know you don't want to babysit Daniel. You grow up. You need space, more freedom. I get it. But we're a trio now, and you gotta take some responsibility. That little shit is just a kid. You're almost an adult. I know that, and I do look out for him, I swear, but he's a little brat. So were you, and you had
8 years of being spoiled before you had to share toys with your little brother. I know it might sound cheesy, but we have to be good role models for him. He's a Diaz, right? Okay, I hear you. I'll try to be super bro. Just try to be there for him, like you are now. Says mi hijo. I'm late for work. Go talk to your brother and work this drama out. We'll go to the movies tonight if you guys don't wreck the house. I know you love to hear this. But I'm proud of you. Both of you. Okay. Get back to work. Tja, ja.